Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Rebuild-Challenge und zu einer, die habe ich wirklich noch nie gemacht. Und zwar, wir steuern heute alle 30 Teams und bei jedem Team werde ich genau einen Move machen und den werde ich mir sehr, sehr gut überlegen. Das ist heute auch irgendwie so ein bisschen, wie gut kennt man die Teams auch? Weiß man, welche Schwachstelle hat das jeweilige Team und welcher Trade könnte diese Schwachstelle eventuell beheben? Also auch eine Herausforderung wirklich für mich und danach simulieren wir die Saison. Ich meine, ich werde jetzt natürlich irgendwelche Tanking-Teams nicht dazu bekommen, dass sie plötzlich um die Championship mitspielen, also die Spurs zum Beispiel. Aber ich kann zum Beispiel schauen, dass ich den Spurs irgendwie einen anständigen Point Guard, Bambi zum Beispiel, einen anständigen Point Guard an die Seite stelle. Die Spurs sind ab heute nur noch Bambi. Wisst ihr, was ich meine? Und dann am Ende gucken wir doch einfach mal, was für Moves habe ich gemacht? Was hättet ihr vielleicht auch für Moves gemacht? Diskutiert gerne mit in den Kommentaren. Auch sehr, sehr spannend. Und dann schauen wir, wen wir am Ende zum Titel führen können. Und ich gebe wirklich bei jedem Team mein Bestes. Wir gehen einfach rein. Ich habe es noch nie ausprobiert. Es gibt so die ein oder andere Challenge, die ich vorab einfach mal für euch teste, damit ich auch weiß, ob das Ganze wirklich funktioniert. Bei der Challenge heute mal gucken. Weil wir werden natürlich auch dem ein oder anderen Team natürlich Spieler wegklauen, logischerweise. Also, Draft-Jahrgang brauchen wir heute gar nicht, weil, ja, das ist für uns nicht relevant. Wir fangen direkt an mit den Sixers. Und wir gehen auch, ja, einfach der Reihenfolge nach. Wir haben Kyle Lowry, wir haben Tyrese Maxey, wir haben Buddy Hield, wir haben Tobias Harris, wir haben Joel Embiid, Kelly Oubre Jr., Paul Reed, Melton, Robert Covington, Payne. Also, wenn man ehrlich ist, dann ist Maxey eigentlich der Point Guard, wenn man das mal sich jetzt einfach nur so vorstellen möchte. Kyle Lowry spielt da eigentlich ehrlicherweise gar keine große Rolle. Ich würde mal behaupten, wenn alle fit sind, dann würde das Lineup wahrscheinlich eher so aussehen. Tyrese Maxey, Buddy Hield, Kelly Oubre Jr., Tobias Harris und Joel Embiid. Tobias Harris ist schon ein Problem. Er ist einfach zu inkonstant in seinen Leistungen. Er hat natürlich einen unglaublich fetten Vertrag. Und wenn man aus ihm vielleicht zwei anständige Spieler rausbekommen würde, dann würde das auf jeden Fall den Sixers schon ordentlich helfen. Zumindest jetzt in der aktuellen Situation. Deswegen werde ich da jetzt mal als erstes drauf gehen. Tobias Harris hat auch nur 15 Badges. Also, ja, okay, also das wäre auf jeden Fall ein Move, der sehr spektakulär wäre, aber ich weiß gar nicht, ob das die Sixers jetzt automatisch so krass besser machen würde. DeMar DeRozan, würde behaupten, mit DeMar DeRozan wäre man besser, weil er einfach konstanter ist in seinen Leistungen. Drew Holiday wäre ein Spieler, der wäre Wahnsinn für die Sixers. Hat ja mal bei den Sixers gespielt, als er noch ganz, ganz jung war. Paul George. Das ist ein Thema gewesen. Das ist eigentlich voll spannend, gell? Das müsste man eigentlich mal machen, weil PG bei Philly schon hier und da immer mal wieder ein Thema war. Das Ding ist allerdings, Tobias Harris spielt halt auch diese Power-Forward-Position. Und der CPU checkt das halt dann letztendlich nicht, dass du sagst, okay, du tradest hier Forward für Forward und dann stellt der PG automatisch auf die... Wie, aber ich will jetzt auch nicht für jemanden traden wie Jaren Jackson Jr. Ich würde fast sagen, ich möchte das mal probieren. Ich möchte mal probieren, ob die Sixers mit PG um den Titel mitspielen würden. Wir legen alle ein und damit wäre das der erste Move für Philly, den ich hier mache. Nicholas Batum spielt dann auf der 4. Maxey auf der 1. Also wie gesagt, ja, da kann ich jetzt natürlich nicht jedes Mal auch individuell dann leider das Lineup so anpassen, dass auch die Rotation passt. Das muss der CPU dann immer selber hinbekommen. Aber okay, Paul George zu den Sixers. Move Nummer 1. Move Nummer 2, es geht weiter mit den Milwaukee Bucks. Da haben wir Damian Lillard, Malik Beasley, Middleton, Giannis, Brook Lopez, Bobby Portis, Patrick Beverly, Gallo, Jay Crowder. Ja, also ich denke, wir sind uns alle einig, dass ein guter Perimeterverteidiger diesem Team extrem gut täte. Und da muss man eigentlich sagen, muss man Malik Beasley wahrscheinlich irgendwie weiterbekommen. Deswegen schauen wir mal auf der Shooting Guard Position. Also Derek White wäre natürlich kompletter Wahnsinn.
Aber auch so jemand wie Dante Demon, boah, der hat hier nur 8 Badges, das ist ja eine absolute Frechheit. Also 8 Badges ist sowas von insane lächerlich. Das ist wirklich richtig lächerlich. Bogdan Bogdanovic. Sogar witzigerweise so jemand wie Amen Thompson, aber Amen Thompson hat sich jetzt natürlich noch nicht entwickelt. Duncan Robinson, Nampart. Wer mir gerade auch noch in den Kopf kam, ist Mikal Bridges, aber das ist dann schon zu krass. Der ist mir, ja. Es gibt tatsächlich ein Angebot für Derrick White. Chris Middleton. Das ist so, wobei Al Horford. Achso, wir bekommen dann Al Horford zurück. Wir geben Brook Lopez ab. Spannend. Es wäre zumindest ein spannendes Experiment. Das hier würde... Ja, ich meine, ich will den Celtics natürlich eigentlich auch nicht ihre Spieler wegnehmen. Weil das wird zwangsläufig sowieso passieren. Deswegen, doch, ich möchte sehen, was passiert bei den Bucks, wenn Derrick White dort spielen würde. Und das ist einfach der Spielertyp, der ihnen fehlt. Also, ich will mir das Team gar nicht vorstellen. Dieses Bucks-Team mit Derrick White... Wow. Okay. Team Nummer 2 abgehakt. Team Nummer 3, die Bulls. Ja, gut, bei den Bulls, da kannst du. Da weiß ich gar nicht, wo man da anfangen soll, ehrlicherweise. Da hapert es halt leider vorne und hinten an allen Ecken und Enden. Zach LaVine ist vielleicht ein Kandidat, den man vielleicht später sogar zu einem anderen Team traden könnte. Die haben einfach zu viele Baustellen. Vucevic ist sicherlich so ein Spieler, wo ich jetzt sage, okay, den kann man durch einen anderen Center ersetzen, der vor allen Dingen auch ein besserer Verteidiger ist. Das wäre vielleicht mal so ein Move, den ich auch schon seit Jahren mir eigentlich gewünscht hätte. Vucevic gibt ja natürlich auch eine gewisse Offense, ja, das darf man ihm nicht wegnehmen. Coby White hat sich jetzt halt entwickelt. Zach LaVine ist irgendwo immer noch dein Franchise-Player. Der Vertrag von... Wobei man eigentlich fast sagen müsste, eigentlich müsste logischerweise den Vertrag von DeRozan traden, weil der ausläuft. Das haben sie halt nicht gemacht, aber okay. Warte mal, was... Moment. Die spielen auch so... Eigentlich müsste man sagen, man tradet für einen Power-Forward und schiebt DeMar DeRozan wieder auf die 3. Das wäre doch eigentlich ein Move, oder? Den man machen könnte. Jetzt ist nur die Frage, ob man hier einen Power Forward bekommt, der kein halbes Vermögen kostet. Jalen Williams. Dafür müsste man abgeben Coby White und Terry. Dann hier Coby White und First Round Pick. What? Alex Caruso, Patrick Williams für Jalen Williams und Lou Dort. Da würden die Bulls-Fans ja sofort ja sagen. Bulls-Fans, ich gönne euch diesen Move mal, okay? Auch wenn dieser Move für OKC, das machst du niemals. Aber, come on, gönnen wir den Bulls mal diesen Moment. Diesen großen Moment, muss man ehrlich sagen, weil damit bist du ein krass besseres Team. Dann machen wir weiter mit den Cavs. Ja, Cavs sicherlich auch ein Problem. Darius Garland, offensiv sehr, sehr gut. Defensiv halt nach wie vor unterdurchschnittlich. Donovan Mitchell, offensiv Wahnsinnsspieler. Für mich ein Top-10-Player offensiv in der Liga. Es ist hier ganz klar der Flügel. Wenn man hier anstatt Okoro jemanden reinbekommen würde, so in der Richtung. Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen bei den Teams bildern, wo ich sage, ey, bei denen ist es mir ehrlich gesagt egal. Wenn wir denen ein paar Spieler wegklauen. So zum Beispiel Mikal Bridges. Nets werden wir nicht. Die wirst du nicht. Das ist auch ein Thema. Ich bin immer noch der Meinung, du wirst irgendwann dieses Duo, Jared Allen und Evan Mobley, wirst du aufbrechen müssen, weil beide keinen Wurf haben. Ich bin der festen Überzeugung, defensiv die Cavs, top. Offensiv wirst du mit diesem System einfach keine Erfolge feiern können. Und wenn ich dann die Wahl habe, dann trade ich wahrscheinlich wirklich. Oh mein Gott, was ist denn das für ein... Oh.
muss sofort machen. Mikal Bridges und Claxton für Jared Allen Okoro, ein First-Round-Pick. Das ist ja ein Traumdeal. Jetzt hast du zwar immer noch die Problematik, Claxton kann natürlich auch nicht werfen, aber Mikal Bridges und Claxton, das wäre, also Mikal Bridges wäre schon eine Verstärkung, auch wenn er wirklich keine gute Saison spielt bei den Nets, das muss man auch ganz klar sagen. So, wir haben die Celtics. Kann man die noch besser machen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir schauen jetzt, wir haben Jrue Holiday, du hast Derrick White. Du kannst die Celtics nicht besser machen. Es ist... Jetzt kann ich eigentlich, im Endeffekt kann ich schauen. Wobei doch, ich habe sie sogar eigentlich schon besser gemacht, weil Bobby Portis ist ein jüngerer Spieler und ich, Bobby Portis ist für mich der bessere Spieler jetzt im Vergleich zu Al Horford. Ich kann jetzt schauen, dass ich Al Horford wieder weiter trade für einen Shooting Guard, wo ich sie jetzt natürlich auch massiv geschwächt habe, muss man ja ehrlich sein. Buddy Hield, Ayo Dosunmu, Caris LeVert, Russ, Zaire Williams. Wir schauen mal, ob da ein Shooting Guard mit dabei. Oh, Malik Monk. Das wäre auf jeden Fall zumindest offensiv sehr, sehr spannend. Bogdanovic. Austin Reeves. Ah, das kann ich den Lakers nicht antun, dass ich ihnen Austin Reeves wegklaue. Das ist tatsächlich... Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Trade, weil Caldwell Pope ist ein sehr, sehr guter Spieler, würde auch bei den Celtics reinpassen. Und Al Horford ist aber leider mittlerweile zu alt, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Würde halt zumindest mal, es wäre ein Backup-Center, der den Nuggets eine gewisse Qualität geben würde. Ich meine, Najee spielt auch wirklich keine schlechte Saison und ist ja auch noch super, super jung. Wir gehen mal weiter durch, Obi Toppin. Ich mach's, weil ich habe ihnen Derrick White weggenommen. Und das wäre tatsächlich... Schreibt mal gerne in die Kommentare, Celtics-Fans, Jrue Holiday, Herb Jones, Jalen Brown, Tatum, Porzingis, Bobby Portis. So, ist das Team besser als das jetzige? Oder ist das jetzige Team besser als das, was ich gerade zusammengebaut habe? Schwierig, aber Herb Jones ist natürlich auch ein wahnsinnig guter Spieler. Aber Derrick White ist halt auch ein Wahnsinnsverteidiger. Also ich würde es fast hier an der Personalie Bobby Portis festmachen, dass der halt einfach, finde ich, nochmal ein besserer Spieler ist als Al Horford aktuell. Dann machen wir weiter mit den Clippers. Den habe ich ja Paul George weggenommen. James Harden, Norman Powell. Die bräuchten eigentlich OG Anunoby. Die haben jetzt Tobias Harris bekommen. Haben ihn gleich mal auf die Bank verfrachtet, weil sie sich dachten, ey, geh mir bitte bloß weg. Wir gucken. Wen können wir damit reinpacken? Franz, gibt es für Franz Wagner? Oh, Franz Wagner wäre spannend. Die Wagner Brothers zu den Clippers. Norman Powell abgeben und... Franz Wagner bei den Clippers. Ist das wirklich der Move? Was mit OG? James Harden, Subats und bla. Alter, verlierst du halt gleich beide Big Men. Das ist natürlich dann auch nicht so mega schlau. Also wenn, dann könnte man das hier machen. Oder das hier. Naja, vor allem, weil beide auch noch einen auslaufenden Vertrag haben. Ich mach's. Clippers, ich gönn euch OG Anunoby. Ob euch das dann jetzt wirklich letztendlich besser macht? Ich weiß es nicht. Also wenn ich bei den Clippers, wenn ich was verändern könnte, dann wäre es wirklich ein starker Point of Attack Defender, die jetzt leider halt nicht, also zum Beispiel ein Alex Caruso wäre für mich so ein Typ, weil offensiv hast du genügend Qualität auf dem Feld, ja, du brauchst einfach einen guten Verteidiger und man könnte natürlich schauen, dass man im Frontcourt noch eine bessere Qualität reinbekommt. Weil man schon auch merkt, also Subats und Plumlee haben mal ihre guten Spiele mit dabei, aber
halt auch oft. Wobei man auch sagen muss, die Perimeter-Defense der Clippers lässt die beiden auch gerade eben ordentlich hängen. Die Memphis Grizzlies. Okay. Ja Morant, Desmond Bane, Wentz Williams Jr., Aldama, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart, Gigi Jackson. Gigi Jackson spielt gerade absolut wahnsinnig. Luke Kennard, Brandon Clark, Derrick Rose. Also da würde ich erstmal sagen, wir machen mal eine 9-Mann-Rotation, meine Freunde der Sonne. Dann der Backcourt passt. Aldama. Wentz Williams. Ja, das ist schon... Also eigentlich, Triple J gehört auf die 4 und du brauchst einfach wieder so einen Steven Adams. Und wenn ich da an jemanden denke, dann ist es für mich einfach irgendwie ganz, ganz oft so jemand wie Jalen Duren. Gibt es ein Angebot? Es gibt ein Angebot. Und das ist sogar total lächerlich, das Angebot. Das musst du ja sofort machen. So. Das Einzige, was ich jetzt hier ganz kurz mache, damit das Ganze auch Sinn ergibt. Ich pack Triple J auf die Power-Forward-Position. So. Weiß nicht, wie es euch geht. Jalen Duren atmet für mich Pistons. Aber wenn ich mir ein anderes Team aussuchen könnte, dann könnte ich mir auch vorstellen, er atmet Memphis Grizzlies. Genau. Das ging relativ zügig. Da machen... Alter, Atlanta Hawks. Ich sag euch ganz ehrlich, dieses ganze Team gehört einmal General überholt. Es gehört einmal General überholt. Du musst einfach so... Also du musst erstmal dieses Backcourt-Duo aus Trae Young und DeJounte Murray musst du aufbrechen. So, dann so ein Spieler wie Clint Capella musst du traden. Ne? Du musst auch einfach schauen, dass dein Flügel einfach anders aufstellen. Dir fehlt so viel Qualität, dir fehlt auch wirklich Defense. Die Hawks haben mit die schlechteste Defense der Liga. Ja, es ist ein Move, es ist hier voll, es ist komplett unmöglich, hier mit einem Move das Team zu retten. Da kann ich jetzt einfach mal nur sagen, dass ich mal vielleicht das mache, was die Hawks vielleicht schon hätten lange mal machen sollen. Und zwar mal gucken, ob es irgendwie Angebote gibt für Clint Capella. Brook Lopez, Vucevic, Mikal Bridges zu den Cavs, Subats. Das wäre eigentlich mal ganz interessant. Wenn wir die Clippers da nochmal ein bisschen umstrukturiert. Anstatt Subats mal Capella und anstatt Norman Powell mal Bogdanovic, machen wir das mal. Weil ich, wie gesagt, also wir kommen jetzt auch gleich noch zu den ganzen anderen Teams, wo du sagst, du brauchst so viele Moves, dass da reicht nicht nur ein Move. So. Die Miami Heat. Terry Rozier, Tyler Hero, Jimmy Butler, Caleb Martin, Bam Adebayo, Harkis Jr., Duncan Robinson, Kevin Love, Jovic. Ihnen fehlt offensiv ein Spieler, der einfach liefert. Der Scoring liefert und zwar brutales. Der liegt leider nicht auf der Straße rum. Und auch wenn sie mit Scary Terry sich jetzt einen guten Spieler geholt haben, gut, Dame glaube ich jetzt nicht weg. Das wäre eigentlich auch mal spannend. Trae Young zu den Miami Heat. Oh. Sollen wir das mal probieren? Trae Young zu den Miami Heat für Tyler Hero und Terry Rozier. Das machen wir jetzt mal. Auf die Idee würde in der Realität kein Mensch kommen. Ich würde jetzt eigentlich fast gerne weitermachen, weil das Team, oho, geil, Mann, Alter, da hätte ich jetzt richtig Bock, Rebuilding technisch noch weiterzumachen. Weil Trae Young ist so ein Spiel, okay, wir gucken mal. Der liefern kann, der vor allen Dingen dann auch noch Spieler noch mal besser einsetzen kann. Hornets, ach du Scheiße. Leute, was willst du da großartig? Das Team braucht zum einen mal einen fitten LaMelo Ball. Brent Miller hat sich toll entwickelt. Miles Bridges wird gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Mark Williams muss man sich entwickeln lassen. Und ansonsten ist an allen Ecken und Enden. Wir können jetzt einfach schauen, dass wir einen Shooting Guard finden, der an die Seite von LaMelo Ball passt.
Vielleicht so jemand wie Anthony Simons. Miles Bridges. Ja, komm. Zack. Jazz. Spannendes Team. Auch viele junge Spieler, die vor allem Keontae George macht richtig Spaß die letzten Wochen. Colin Sexton, Lauri Markkanen, Taylor Hendricks, Walker Kessler. Ja, auch da brauchst du natürlich mehrere Moves, brauchst vor allen Dingen Geduld und Zeit über die nächsten Jahre. Draftpicks haben sie genügend. Also da wird auf jeden Fall einiges passieren. Mit George bist du jetzt eigentlich echt gut aufgestellt. Colin Sexton spielt auch ordentlich. Lauri Markkanen ist toller Spieler. Taylor Hendricks ist ein Rookie. Walker Kessler ist kein Rookie. Nee. Ist schon in seinem Sophomore Year. Wow, das ist echt. Also könnte man. Ich weiß es nicht mal, Leute. Ich weiß es nicht mal. Man könnte schauen, dass man vielleicht irgendwie einen Point Guard findet, der halt schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Das muss jetzt auch nicht der Elite-Point Guard sein. Weiß ich nicht, ob Chris Paul nochmal auf seine alten Jahre da vielleicht nochmal irgendwie ein klein wenig helfen kann. Ich bin mittlerweile nicht mehr der größte John Collins-Fan. Wen tradet man eher? Man tradet auf jeden Fall eher John Collins. Ja, komm. So jemand, der das Team so ein klein wenig anführen kann. Die Kings! Ach man, die Kings, saugeiles Team. De'Aaron Fox, Malik Monk, Harrison Barnes, Keegan Murray ist Sabonis, Kevin Huerter. Was fehlt den Kings, um wirklich richtig dominant zu sein? Auf jeden Fall nochmal ein stärkerer Wing-Player, jemand, der in der On-Ball-Shot-Creation da einfach stärker ist als jetzt Harrison Barnes und Keegan Murray. Keegan Murray ist natürlich ein überragender Dreier-Shooter, aber so von der On-Ball-Shot-Creation, da fehlt natürlich einiges an Qualität. Du hast mit Sabonis natürlich auch immer das Problem, dass du einen Non-Shooting-Big hast. Ich will jetzt nicht sagen, dass man Sabonis traden soll, aber einfach nur, dass man einen Spieler braucht, den man alternativ da mit reinwerfen kann, dass man sagen kann, man kann auch mal einfach ein anderes Line-Up, eine andere Rotation fahren. Apropos Rotation, wir machen mal eine 9-Mann-Rotation. Harrison Barnes, hat der verlängert? Oder wird der Free Agent? Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau. Nee, der hat verlängert. Der hat verlängert. Malik Monk wird hoffentlich auch verlängern. Ich würde mir wünschen, dass er in Sacramento bleibt. Keegan Murray hat noch seinen kleinen Vertrag. JaVale McGee. Tatsächlich ist es irgendwie, ich würde fast sagen, so jemand wie ein Miles Turner. Wenn ich jetzt darüber nachdenke. Jemand, der einen Wurf... Oder sogar jemand wie Vucevic. Vucevic ist billiger, teurer. Beide relativ gleich teuer. Miles Turner. Keegan Murray gibst du dafür nicht ab. Nein. Okay. Die Angebote sind relativ heftig. Harrison Barnes für Vucevic. Mein Harrison Barnes ist auch nicht irgendwie der Elite-Player, oder? Wenn wir ehrlich sind. Aber Vucevic macht dich jetzt wahrscheinlich auch nicht zum Contender. Keegan Murray gibst du nicht ab. Malik Monk gibst du nicht ab. Harrison Barnes und ein First-Round-Pick. Vielleicht schon eher, dass man sagt, man spielt vielleicht... Na, wow, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ich kann vielleicht mal schauen, was es für Harrison Barnes. Was gibt es da für Angebote? Müssen wir wirklich mal überlegen. Komm ich da über... Ich brauche viel zu lang für diese Rebuild-Challenge, oder? Ich habe gerade kein wirkliches Gefühl dafür, wie lange diese Challenge wird. Die Andre Hunter, Duncan Robinson, Grant Williams, Bojan Bogdanovic. Oh ja, Bojan würde auf jeden Fall gut passen. Das tut vielleicht im ersten Moment jetzt weh, aber ich trade für Markelle Fultz und Pitadze. Pitadze spielt wirklich eine tolle Saison bei den Magic. Markelle Fultz ist einfach nochmal weiter als ein Davion Mitchell, auch vor allem vom, was ich gerade eben gesagt habe, Combo Guard technisch. Kevin Huerter spielt keine tolle Saison. Ich weiß, dass viele Kings-Fans mit ihm unzufrieden sind. Und deswegen wäre das jetzt, aber ich muss auch ehrlich sein, also Kings fallen mir gerade echt richtig schwer. Dann machen wir weiter mit den Knicks. Jalen Brunson, Dante DiVincenzo, Josh Hart,
Julius Randle, Mitchell Robinson, Westbrook, Bogdanovic, Hartenstein, Achua, Alec Burks, McBride, die haben schon echt ein saugeiles Team, gell? Wenn da alle fit sind, Mitchell Robinson ist übrigens jetzt auch wieder back am Start. Josh Hart, Dante DiVincenzo, die Position, die man da am ehesten verstärken könnte. Ich habe ihn jetzt halt auch Anunobi gemobst, du hast aber immer noch Josh Hart. Also bei den Knicks wäre es vielleicht, ich muss echt sagen, ich mag die Ausgewogenheit der Knicks, aber vielleicht ein Spieler am Flügel, der Größe mitbringt, so jemand wie Lauri Markkanen und auch den Korb attackiert, der nochmal eine anderen Rim-Pressure mitbringt. Mitchell Robinson, Jalen Brunson, Dante DiVincenzo. Okay, also das zum Beispiel würde ich jetzt sofort machen. Auch wenn Bojan Bogdanovic natürlich ein toller Spieler ist. Aber ich glaube, also die Knicks wären auf jeden Fall mit Lauri Markkanen ein besseres Team. Brunson, DiVincenzo, Markkanen, Julius Randle, Robinson. Gut, die Bank hat sich jetzt ein bisschen verändert durch die Trades, die ich auch schon gemacht habe. Aber das wäre jetzt mein Move für die Knicks. Dann machen wir weiter mit den Lakers. Ja, sicherlich auch Thema Perimeter, Verteidigung und vor allem auch der Punkt Rebounds, wo man wirklich in der Saison sehr, sehr schwach unterwegs ist. Man spielt hier auch eine 10-Mann-Rotation. Klar, natürlich wäre es auch hier geil, einen anderen Small Forward zu haben. D'Angelo Russell spielt halt eine tolle offensive Saison. Aber da wäre jetzt tatsächlich mal der Move, den ich doch trotz allem... Ich glaube zwar nicht, dass es klappen würde. Aber defensiv... Ich glaube, defensiv würde es ihnen schon helfen. Wo ist er denn jetzt? DeJounte Murray? Ah, da ist er. Jetzt sitze ich gerade wieder vor und denkt mir, nee, machst du eigentlich nicht. Weil Murray gibt dir nicht das Offensiv, was dir D'Lo gibt. Außer du kannst D'Lo behalten. Boah. Also LeBron tradest du nicht. AD tradest du auch nicht. D'Lo spielt gerade offensiv so gut, tradest du nicht. Austin Reeves hat so einen verdammt guten Vertrag, tradest du auch nicht. Dann kannst du eigentlich fast nur sagen, okay, du tradest Rui Hachimura, vielleicht irgendwie Christian Wood in Kombination für Buddy Hield. Und Kelly Oubre Jr., wow, das könnte man sogar tatsächlich machen. Middleton, nein, das ist mir dann schon wieder zu wild. Jalen Johnson. Mark Williams. Ich glaube, wir nehmen einfach gleich das erste Angebot, weil ich damit jetzt noch nicht irgendwie großartig was kaputt mache. Klar, ich klaue den Sixers zwei wichtige Spieler. Aber ja gut, ich muss ja irgendeinen Trade muss ich ja machen. Gut, Magic. DeJounte Murray. Jetzt aber auf jeden Fall. Das würde ich mir mal sehr, sehr gerne ansehen. Wie es laufen würde mit so jemandem im Team. Der jetzt auch nicht zwangsläufig andauernd den Ball braucht. Aber defensiv halt auch ganz gut reinpasst. DeJounte Murray, Paolo Banchero, Jalen Suggs. Jalen Suggs spielt eine tolle Saison, hat aber hier nur 4 Badges. Er hat 32 Badges. Das musst du einfach machen. Ich glaube, dass die... Ja gut, Moment. Ich muss es kurz umstellen, weil ansonsten ergibt meine Idee keinen Sinn. Point Guard. Genau. Ja. Ich glaube, dass die Magic so vielleicht sogar in den Playoffs ein ekliger Gegner sein könnten, in 2K zumindest. Mavs. Ja. Doncic. Safe. Irving. Passt. Josh Green. PJ Washington. Gafford. Also im Endeffekt bräuchtest du ein Dante Exum in nochmal besser. So ein Connector, der den Ball gut laufen lässt, der einfach ein gutes Gespür für das Spiel hat. Und welcher
Top-Spieler in der NBA liefert das. Dann die Bank ist natürlich auch gerade eben. Na, Tim Hardaway Jr. ist echt ein wilder Spieler. Den kann man schauen, dass man den weiter tradet. Maxi Kleber ist auch einfach nicht mehr der Alte. Also würde ich fast sagen, die beiden. Ich glaube, ich habe meinen Spieler gefunden und zwar Bogdan Bogdanovic. Bin ein großer Fan von ihm. Cleverer Spieler, toller Schütze, kann sich den Wurf selber kreieren. Und den könnte ich mir auch wirklich sehr, sehr gut bei den Mavs vorstellen. Also wenn man sich alleine seine Shot Selection ansieht und vergleicht mit Tim Hardaway Jr., musst du ja sofort sagen, jo, machen wir Plumlee als Center-Tausch für Maxi Kleber und Dwight Powell und einen Second-Round-Pick. Das ist ein Move, der gefällt mir auf jeden Fall. Für die Mavs. Und damit steht man auf jeden Fall, finde ich, nochmal einen Ticken stärker da. Dann geht es weiter mit den Nets. Ja, bei den Nets ist sowieso Land unter. Vor allem, nachdem ich die jetzt auch gerade eben so ein klein wenig auseinandergenommen habe. Ach, da fehlt es einfach an On-Ball-Shot-Creation, an Perimeter-Defense, an Tiefe, an Leadership. Und auch wenn Dennis natürlich letztendlich sicherlich ein guter Spieler ist, aber hier ist kein Franchise-Player am Start, auch Mikal Bridges ist es aktuell nicht. Deshalb weiß ich gar nicht, Cam Thomas behältst du natürlich, Cameron Johnson behältst du auch, Jared Allen, die Nets sind einfach Ben Simmons, ja, den Vertrag von Ben Simmons können wir weiter traden, wenn wir jemanden finden, komm. Vielleicht kriegen wir den irgendwie gedumpt. Was der Geier? Warum sollte das bitte jemand machen? Hier zum Beispiel Hornets, Davis Bertans. Ich sag euch ganz ehrlich, anstelle der Nets, ich würde es machen. Ich würde es machen, damit ich diesen Vertrag einfach nur los bin. Aber warum? Das macht zum Beispiel keinen Sinn. Also das würde nur Sinn ergeben, wenn die Hornets auch einen Pick bekommen. Warum sollten die den Vertrag... Ja, okay, außer sie sagen jetzt, sie wollen Ben Simmons irgendwie als Backup, wenn LaMelo Ball halt mal wieder verletzt ist. Aber so overall, wenn die Nets haben halt auch nicht mehr viele Picks. Jordan. Wizards könnten auch irgendwann sagen, okay, Jordan Poole haben wir auch keinen Bock mehr drauf, wobei der jetzt von der Bank gar nicht so schlecht gespielt hat. Nee, komm, wir machen das mit Davis Bertans, da fühle ich mich irgendwie am wohlsten mit. Kann ich da noch irgendwie, dass ich irgendwie zumindest einen Pick mit reinpacke, damit das irgendwie Sinn ergibt. Gut, die Denver Nuggets. Der amtierende Champ. Jamal Murray, Caldwell Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Jokic, Reggie Jackson, Watson, DeAndre Jordan, Christian Brown. Ja, es bleibt das Thema, ich sag, wenn die von der Bank noch jemanden hätten, der einfach hinter Jokic einen guten Job machen könnte in den paar Minuten, in denen er dann nicht auf dem Feld steht, dann wäre das auf jeden Fall schon eine tolle Geschichte. Wer käme da denn in Frage? Zum Beispiel so ein Jakob Poeltl, der dir defensiv einfach eine gewisse Stabilität gibt. Dafür müsstest du jetzt aber abgeben, Naji und Caldwell Pope. Dann schwächst du dich natürlich auf der Shooting Guard Position. Gibt es jemanden, der noch weniger, weiß ich mal, Clint Capella habe ich vorhin weggetradet. Isaiah Hartenstein von den New York Knicks. Wäre aber tatsächlich auch jemand, über den man nachdenken könnte. Oh, ich habe jemanden. Kevin Love von den Miami Heat. Ja. Der gute alte Kevin Love noch zwischendurch einfach ein paar Mal draufschweißen. Defensiv natürlich auch, kann man das vergessen. Aber gut, Pacers hatten wir gestern in der Rebuild Challenge. Da gerne reinschauen. Halliburton, Nampart, Mathurin, Pascal Siakam, Miles Turner. Ja, da würde ich behaupten, auf jeden Fall hier auf dem Flügel Shooting Guard, Small Forward Position. Ist was, wo man noch aktiv werden könnte. Ein Shooting Guard. Ich verrate jetzt nicht, was ich gestern gemacht habe. Aber einfach mal so Anthony Simons möchte ich irgendwie. Oder Zach LaVine. Oh, Zach LaVine bei... Na gut, defensiv wäre das natürlich dann auch wieder eine kritische Geschichte. Bei den Pacers. Miles Turner. Dann hättest du ihn endlich mal weggetradet nach den ganzen Gerüchten. Ne? Malik Monk wäre echt ein Spieler,
die ich mir bei den Pacers gut vorstellen könnte. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn die nicht eventuell sogar einen Move machen. Ich mach das mal. Schick mal Malik Monk zu den Pacers. Haliburton, Malik Monk, Mathurin, Siakam, Miles Turner. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Pelicans sind schon ein brutales Powerhouse. Herb Jones habe ich den vorhin geklaut, wenn ich mich nicht täusche. Trey Murphy, Al Horford, Larry Nance. Könnte Al Horford versuchen zu traden. Vielleicht in Kombination mit Hawkins für wieder einen besseren Shooting Guard. Wo ist er denn? Also hier ist schon mal Hawkins und da ist Horford. Hachimura, Brook Lopez, Lou Dort, Nicholas Clegg. Eigentlich müsste man den Bulls Lou Dort mal wieder wegnehmen, weil das war vorhin ungefähr der größte Move überhaupt. Nick Smith Jr., Keegan Murray, Russ. Wow, Austin Reeves. Ja, das würde natürlich sehr, sehr gut passen. Dann würde ich die Lakers aber halt komplett auseinandernehmen, wenn ich ihn Austin Reeves klaue. Grayson Allen spielt eine tolle Saison für die Phoenix Suns. Sogar eine überragende Saison, wie ich finde. Aber ich bräuchte halt schon einen Shooting Guard. Ey, warum sollte ich den Lakers eigentlich nicht auch irgendwas klauen? Und wenn Austin Reeves da so gut reinpasst, dann mache ich das jetzt einfach. So. Dann sind wir damit nämlich auch durch. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, CJ McCollum, also ich hätte jetzt Herb Jones nicht getradet vorhin. CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion Williamson, Valanciunas, Trey Murphy. Die haben eigentlich alles. Du hast genügend Scoring Power, du hast genügend Defense, du hast genügend Onboard Shot Creation. Das ist so ein Team, was ich finde, das ist in der Balance so gut aufgestellt, dass ich nicht finde, dass man da irgendwie eine Lücke füllen muss, sondern du bräuchtest einfach noch mehr Qualität. Also du bräuchtest Männern die Spieler einfach noch in einer besseren Qualität, dass du zum Beispiel sagst, okay, du brauchst einen Valanciunas, der besser ist. Ja, Valanciunas spielt ja auch oft dann nicht, weil sie dann noch das Smallball-Lineup fahren mit Larry Nance Jr. Das ist ja was, was sie ganz gerne spielen. Übrigens mache ich da mal Banktiefe. Okay, Pistons. Kate Cunningham, Jaden Ivey, Azara Thompson, Isaiah Stewart, James Wiseman. Ja, ich habe den halt vorhin Jalen Duren geklaut. Wobei James Wiseman in den letzten Spielen gar nicht mehr so schlecht aussah. Witzigerweise. Ja. Es fehlt schon am offensiven Output. Also das wäre wirklich so ein Team, wo ich sage, da könnte ich mir jetzt zum Beispiel Zach LaVine vorstellen. Wenn die Bulls dann sagen sollten, für James Wiseman einen Second-Round-Pick. Okay, die Bulls haben gar keinen Bock mehr auf ihn. Hier in 2K. Jaden Ivey. Ich würde dann tatsächlich eher diesen... Weil wenn du James Wiseman trade... Oder du machst den hier. Ja, komm, wir machen den. Weil wenn du James Wiseman tradest, hast du halt gar keinen Center mehr. Dann sind die Pistons halt hier komplett lost. Coaching. Wir sind jetzt, glaube ich, dann bald durch, oder? Wir sind schon bei den Pistons. Kommen noch die Raptors, Quickley, Gary Trent, RJ Barrett, Nwora, Kelly Olynyk, Agbaji. Ich wollte gerade sagen, wo ist Scotty Barnes? Ja, das ist natürlich auch so ein super junges Team, wo du einfach noch sehr, sehr viel Geduld brauchst. Ich trade Gary Trent Jr. und Jalen McDaniels für Jordan Clarkson. Weil Jordan Clarkson ist einfach der viel bessere Spieler jetzt im Vergleich zu Gary Trent Jr. Und das ist, ich glaube auch Gary Trent Jr. hat seine Player Option gezogen, weil er weiß, okay, ich habe jetzt nicht gerade den großen Marktwert. Und das wäre jetzt mal einfach nur so ein kleiner Move. Aber bei den Raptors brauchst du natürlich ganz, ganz viele Moves, damit die, ja,
da mal ein einigermaßen stabiles Team aufs Feld stellen können. Rockets spannend. Also, wir haben Fred VanVleet, Amen Thompson, Dylan Brooks, Jabari Smith Jr., Steven Adams in der Starting Five. Okay, Schengen, können wir das vielleicht kurz ändern, damit ich im Kopf nicht irgendwie einen Dreher habe. Was ist Amen Thompson, Jalen Green? Warum hat der denn bloß eine 81? Also Fred VanVleet, Jalen Green, Dylan Brooks, Jabari Smith Jr., Schengen, Steven Adams. Boah, das ist halt schon eigentlich ein gutes Team. Fred VanVleet ist natürlich sehr, sehr teuer. Aktuell aber überragende Quoten, überragende Assists. Jalen Green explodiert gerade eben. Dylan Brooks ist ein exzellenter Verteidiger. Jabari Smith Jr. ist noch sehr, sehr jung. Schengen ist noch sehr, sehr jung. Auch bei diesem Team kannst du eigentlich fast nicht sagen, du machst jetzt irgendwelche Big Moves, weil das ist ein Team, was sich einfach entwickeln muss. Was vielleicht noch fehlt, ist ein Floor General von der Bank. So jemand, der das Team nochmal ein bisschen leiten und lenken kann. Da denke ich jetzt auch gerade wieder an Chris Paul, aber wen gibt es denn da noch? Wir schauen mal in die Point Guard Liste. Jemand, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Ja, ein Drew Holiday, klar. Das wird natürlich super. Aber der ist halt auch zu teuer. Oder ein Tyus Jones, der mir gerade eben in den Kopf kommt. Oder ein Malcolm Brogdon. Der ist aber sehr, ja, Malcolm Brogdon hat halt einen relativ saftigen Vertrag. Den bekommst du dann bloß, wenn du einen von den Big Boys mit abgibst. Russ, Mike Conley. Hier, Tyus Jones. Für Steven Adams. Jashawn. Ich glaube echt, ich hätte lieber Tyus Jones. Weil Tyus Jones ist einfach jemand, der das Spiel sehr, sehr gut leiten und lenken kann. Und es tut zu einem jungen Team gut. Und Amen Thompson ist noch nicht so weit, dass er das kann. Wo ist er denn? Da. Ja. Wäre jetzt mal meine Idee für die Rockets. Dann die Spurs. Ja, Point Guards. Ganz klar. Und zwar im Optimalfall wirklich ein elitärer. Jetzt habe ich natürlich das Projekt mit Trae Young und dem Miami Heat. Deswegen kann ich den da jetzt nicht rausreißen. Aber es gibt noch jemand anderes, und zwar, weil mir auch die Hornets in dieser Challenge ehrlicherweise ziemlich egal sind und hier einfach ein Angebot kommt für Sohan und wenn ich LaMelo Ball an die Seite von, oh, das wäre eine richtig spannende Rebuild-Challenge. LaMelo Ball an der Seite von Bambi. Gleich mal im Kopf abspeichern. LaMelo Ball und Bambi gemeinsam im Team. Pass auf, am Ende holen die jetzt den Titel hier. Die Phoenix Suns. Ach Gott, lecko mio. Devin Booker, Bradley Beal, Grayson Allen, Kevin Durant, Nurkic. Da kannst du erst keine großen Moves machen, weil die drei, die verdienen ungefähr so schweineviel Geld, dass du sowieso gefühlt in jedem Trade nur Minimum-Contracts mit reinwerfen kannst. Ich weiß nicht, ich mag dieses Team einfach nicht. So, du hast natürlich voll die Scoring-Power und Qualität. Aber Bradley Beal ist wirklich unnötig. Behaupte ich einfach. Nurkic spielt halt jetzt wirklich eine tolle Saison, ja. Er ist am offensiven Brett unglaublich stark. Aber wenn ich jetzt... Ich schaue einfach mal Bradley Beal und Nurkic in Kombination. Chris Middleton, Kobe White, Porzingis und Drew Holiday, Jimmy Butler, Anthony Simons und Ben Simmons, Sabonis, Jalen Brunson, LeBron James. Das wäre auch mal eine witzige Challenge. Einfach LeBron zu den Suns packen und sagen, komm ab, geh's mit Kevin Durant zusammen. Oh. Jared Allen und Cameron Johnson. Ich habe halt nur einen Move. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall ein Move, den ich jetzt einfach mal befürworte. Eiskalt.
So, Cameron Johnson kommt als Sixth Man von der Bank. Die Rolle, die kennt er auch. Das muss man sagen, natürlich ist man mit Eric Gordon und Grayson Allen jetzt nicht hier gerade geil ausgestützt. Wollte gerade sagen, was nicht geil bestückt, aber ich nicht geil ausgestattet, meine ich natürlich. Gut, dann haben wir noch die Thunder. Ja, da wäre eigentlich ja mein Spieler, wo ich sage, okay, den möchte ich gerne holen, Lauri Markkanen gewesen. Aber ich habe den schon Alex Caruso gegeben, also was ja auch schon sehr, sehr nice ist. Patrick Williams, ich habe den vorhin Jalen Williams geklaut, gell. Boah, ich bin ja richtig assi. Boah, jetzt im Endeffekt jemanden, der Pascal Siakam, Lauri Markkanen, Brandon Ingram, The Mother. Ich habe schon auch immer versucht, jetzt so Trades zu machen, wo ich sage, okay, ich tue jetzt nicht irgendeinem Team komplett weh. Ja, Scottie Barnes bekomme ich natürlich nicht. Jalen Williams, Franz Wagner. Franz Wagner wäre spannend. Für Josh Giddey. Cason Wallace und Alex Caruso. Pat Williams und Alex Caruso. Und dafür Wendell Carter Jr. Oder soll ich einfach mal diesen Josh Giddey Trade machen, den er kommt? Josh Giddey zu den Magic. Was sogar auch gar nicht so schlecht. Könnte sogar klappen. Und dann hast du Franz Wagner. Quasi als neuen Flügelspieler. Timberwolves. Was haben wir jetzt noch? Timberwolves, Blazers, Warriors. Und dann sind wir durch. Okay, Timberwolves. Mike Conley, Edwards, McDaniels, Towns, Gobert. Da könnte man überlegen, ob man dieses Frontcourt-Duo aus Towns und Gobert, ob man das auseinanderreißt. Und wen behält man? Das ist wirklich eine... Wen würdet ihr behalten, wenn ich heute zu euch komme und sage, hey, ich bin euer Boss, Jam, wir müssen traden. Entweder Gobert oder Towns. Wen würdet ihr traden? Das ist echt sauschwierig. Gobert ist älter. Towns hat den viel fetteren Vertrag. Gobert ist ein elitärer Verteidiger. Towns ist einer der besten Shooting Bigs in der Liga. Wir schauen mal rein, was gibt es für Gobert. Dame, Vucevic, Darius Garland, Porzingis. Das wäre eigentlich auch witzig, wenn wir den Celtics einfach noch Rudy Gobert noch hinten reinstellen. Da macht gar keiner mehr Punkte, allerdings kannst du noch nicht 5-out spielen. Ich mache diesen Trade hier und zwar Towns, McDaniels für Triple J und Marcus Smart. Grizzlies in der Saison spielen sowieso keine große Rolle. Deswegen mache ich mal lieber die Timberwolves, denke ich, vielleicht nochmal einen Ticken stärker. Also defensiv ist das jetzt natürlich brutal. Jaren Jackson Jr. kann den Dreier zwischendurch einstreuen. Und vor allem habe ich jetzt wieder einen klassischen Power-Forward. Ja, wobei, na, der Move, der war nicht so geil. Ich nehme es zurück. Da habe ich jetzt zu schnell gehandelt. Okay, verzeiht mir, Leute. Ist passiert. Ich habe ja gesagt, 30 Teams, ein Move. Der Drops ist jetzt leider gelutscht. Brockton, Sharp, Grant, Miles Bridges, DeAndre Ayton. Da könnte Jeremy Grant hat einen sehr, sehr teuren Vertrag. Brockton ist ein Spieler. Ja, eigentlich müsste man Brockton weiter traden. Scoot Henderson muss der Franchise-Player werden. Das war so ein hoher Pick. Du musst einfach alles auf eine Karte setzen. Der muss sich dahin entwickeln. Deswegen schaue ich jetzt mal, ob ich Brockton einigermaßen gut weiterbekomme. Ist egal, welchen Move wir hier machen für die Blazers. Du wirst daraus kein Championship-Team machen. Die Bulls, macht man die damit besser? Ja, doch, die würde man besser machen, weil Coby White aktuell halt in 2K immer noch 5 Badges hat. Dann hätten wir die Blazers auch abgehakt. Dann kommen wir zu den Warriors. Wow. Stephen Curry, Klay Thompson, Wiggins, Kuminga, Draymond, John Collins habe ich da mittlerweile hingetradet. Kevon Looney, Saric, Bochemski, Gary Payton II. Da gibt es einen Typen, den ich gerade im Kopf habe, bei dem ich mir denke, der würde vielleicht gut reinpassen.
Es wäre Brandon Ingram. Für Kuminga und Andrew Wiggins. Oh, für Klay Thompson und Moses Moody. Da würdest du halt die Warriors schon krass stärker machen. Wenn ihr mit Larry Nance Jr. auch noch oben drauf. Du würdest die Pelicans krass schwächen. Aber wisst ihr was? Ich mach das einfach. Ich bin der Meinung, man hätte Klay Thompson sowieso traden sollen. Jetzt ist man in der Situation, man weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht. Vertrag verlängern. So, dann macht er mal wieder 1, 2, 3 gute Spiele. Also die Geschichte der Drops ist einfach gelutscht und ja. Auch, das ist ein bisschen blöd an dieser Challenge, auch wenn ich die eigentlich ganz cool finde und ich mache die jetzt auch zu Ende. Man muss halt irgendwie den Teams immer so gegenseitig ein bisschen die Spieler wegnehmen. Oh mein Gott, die Wizards. Ey, also. Wenn die Wizards sich einen Gefallen tun wollen, dann macht ihr jetzt genau das hier, was ich jetzt tue. Und zwar, zack, Jordan Poole. Irgendwohin. Ist auch egal, wohin. Nein, Spaß, ich will nicht gemein sein. Jordan Poole, Koulibaly behältst du, Avdija behältst du, Kyle Kuzma. Kann man sich umhören? Angebote? Steven Adams gibt es jetzt dort. Aber du brauchst überhaupt erstmal einen Spieler, der dieses Team leiten kann. Und aktuell ist es wirklich immer Tyus Jones oder Point Kuzma. Und das kann einfach nicht sein. Deswegen, ich schaue jetzt mal Jordan Poole, ob es da einen Point Guard gibt. Ja, Lonzo Ball von den Bulls. Alleine das würde sie schon 100-mal besser machen. Es wäre auch, Lonzo Ball ist natürlich jetzt auch immer so Verletzungsfrage, gell, die Bulls, wenn die ein Angebot bekommen, wo sie sagen, hey, wir vertrauen Lonzo Ball nicht mehr. Ich mach das mal. Weil bei Lonzo Ball natürlich jetzt dann auch immer dieses Schwert über ihm, wisst schon, schwingt. Wird er überhaupt nochmal fit? So. Neues aus der Liga. Transaktionsbericht. Soll ich euch jetzt nochmal alle vorlesen? Ich glaube nicht, oder? Aber wir können vielleicht echt nochmal ganz... Komm, wir gehen nochmal... Doch, machen wir. Weil wir dann alle nochmal einfach ein gewisses Gespür dafür haben. Ich weiß sowieso nicht, ob überhaupt irgendjemand diese Challenge schaut. Wahrscheinlich denkt ihr euch alle, was ist das für ein Scheiß. Aber ich wollte es einfach mal machen. So, jetzt habe ich es in meinem Kopf abgehakt. Wir haben getradet. Tobias Harris. Wohin haben wir Tobias Harris getradet? Zu den... Das sieht man hier gar nicht. Sixers traden Tobias Harris, First Round Pick und Top 5 Protected, aber wohin? Nicht. Okay. Celtics, Derek White, Bobby Portis und Pat Connaughton. Ja, weil ich gesagt habe, die Bucks stellt euch mal vor für Malik Beasley. Dann haben wir hier Jalen Williams und Lou Dort für Alex Caruso und Pat Williams. Die Nets, Mikal Bridges und Nicholas Claxton. Habe ich getradet zu den Cavs für Jared Allen und Isaac Okoro. Dann habe ich getradet Al Horford und Jordan Walsh zu den Pelicans. Habe den Celtics dann dafür Herb Jones gegeben, weil ich ihnen eben erst Derek White auch geklaut habe. Und eigentlich bei den Celtics hättest du gar nichts ändern müssen. Dann habe ich OG Anunoby getradet zu den Clippers, weil das einfach ein Spieler ist, der defensiv nochmal hilft. Ja, doch, die Defense ist gerade eben ein Problem und OG Anunoby ist ein exzellenter Verteidiger. Dann habe ich gesagt, Jalen Duren zu den Grizzlies. Hawks habe ich gesagt, Clint Capella endlich mal raus. Bogdan Bogdanovic habe ich mit dazu. Clippers haben abgegeben, Zubats und Norman Powell. Hawks traden Trae Young, genau das ist die Geschichte mit dem Miami Heat. Da bin ich jetzt gleich gespannt, wie gut das funktioniert in den Playoffs. Dann Anthony Simons, Miles Bridges, Trade zwischen den Blazers und den Hornets. Chris Paul getradet zu den Jazz. John Collins, weil ich gesagt habe, bei den Jazz einfach ein bisschen Erfahrung. Jemand, der das Team leiten kann. Dann ein Combo Guard, habe ich gesagt, bei den Kings. Deswegen habe ich mal Cal Fultz dorthin getradet. Pitaze war mit im Paket mit dabei. Dann Lauri Markkanen getradet von den Jazz zu den Knicks, weil ich gesagt habe, noch jemand, der einfach ein bisschen Rim Pressure mitbringt. Was ich finde, was den Knicks so ein klein wenig fehlt, der auch vom Flügel aus einfach mal den Korb attackieren kann. Dann habe ich gesagt, Hachimura und Christian Wood Buddy Hield und Kelly Oubre Jr. DeJounte Murray habe ich getradet mit Bufkin zu den Magic. Genau, wie ich gesagt habe, die Magic brauchen auch einfach mal noch so jemanden, der das Team ein bisschen anführen und leiten kann. Und Murray ist ein guter Verteidiger. Ich habe Bogdan Bogdanovic getradet zu den Mavs, weil er einfach der viel, viel bessere Spieler ist. Tim Hardaway Jr. ist einfach zu unüberlegt in seiner Shot Selection und Bogdanovic ist einfach da zigmal besser. Ben Simmons abgegeben.
Das steht nicht da, weil das weiß ich, das war noch gegen, das war gegen Davis Bertans. Dann habe ich den Nuggets Kevin Love gegeben. Genau, die Kings haben abgegeben Malik Monk, weil ich gesagt habe, der passt bei den Pacers ganz gut rein. Pelicans, Jordan Hawkins, Al Horford, Austin Reeves, Spencer Dinwiddie. Was habe ich da gemacht? Jordan Hawkins, Al Horford, Austin. Ach so, Austin Reeves, ja, zu den Pelicans habe ich gesagt, weil ich den Herb Jones gemobst habe. Gut, Zach LaVine zu den Pistons, auch immer wieder Thema gewesen in der Vergangenheit. Jordan Clarkson habe ich zu den Raptors getradet, weil ich gesagt habe, Jordan Clarkson ist der viel bessere Shooter und On-Ball-Shot-Greater jetzt im Vergleich zu Gary Trent Jr. Tyus Jones zu den Rockets, weil einfach noch von der Bank so jemand, der das Team anleiten kann und jetzt auch nicht allzu viel Geld kostet. LaMelo Ball an die Seite von Wemby habe ich gepackt. Dann habe ich Bradley Beal getradet für Jared Allen und Cameron Johnson. Ja. Ich habe den Trade gemacht zwischen Franz Wagner und Josh Giddey. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe getradet Towns und McDaniels für Jaren Jackson Jr. und Marcus Smart. Genau, das war der, den ich so ein bisschen bereut habe. Malcolm Brogdon habe ich weiter getradet zu den Bulls für Coby White. Dann habe ich den Pelicans gemobst, Brandon Ingram, ja, Brandon Ingram bei den Warriors. Und dann der letzte Trade war Jordan Poole für Lonzo Ball, weil ich mir dachte, vielleicht die Bulls irgendwann sagen, hey Lonzo Ball, wenn du wieder ready bist, wir traden dich lieber, bevor du wieder verletzt bist. Gut. Saison durchsimulieren, das mache ich jetzt schnell ohne euch. Was mir gerade eben auffällt, ich weiß, dass viele von euch die Challenges immer so nebenbei schauen. Heute hätte ich eigentlich sagen müssen, hey Leute, heute müsst ihr aufpassen. Ne? Weil jetzt natürlich die Playoffs kann man halt nur fühlen, wenn man halt auch weiß, okay, welche Moves habe ich jetzt auch wirklich gemacht. Ich habe mir jetzt übrigens gerade mal die Spurs rausgepickt, damit ich jetzt nicht alle 30 Teams steuere, weil sonst kommt ja alle 5 Sekunden irgendwie eine Frage. Möchtest du dein Coaching anpassen? Ne? Scouting, dies, das und jenes. Aber schade, ich schaff's mit LaMelo Ball und Wemby leider nicht ins Play-In. Nee, wir schaffen es nicht ins Play-In. Jokic ist der MVP. Wemby, Rookie of the Year. Westbrook ist der Sixth Man of the Year. Wemby ist der Depoy. Jalen Johnson ist der MIP. Giannis ist der Clutch Player of the Year. Und Tom Thibodeau ist Coach of the Year. Okay, habe ich hier die Knicks zum Powerhouse gemacht, oder was? Jetzt bin ich gespannt. Also wir schauen erstmal Play-In. OKC, Lakers, Warriors, Timberwolves. Und da drüben Celtics, Bulls, Pacers, Wizards. Jo. Wir simulieren. Halt. Heute muss ich ein bisschen langsamer machen. Also, die Knicks setzen sich durch gegen die Pacers. Okay. Die Miami Heat setzen sich durch gegen die Atlanta Hawks und wahrscheinlich auch gegen die Knicks. Dann Philly setzt sich durch gegen die Bucks, obwohl ich den Bucks Derrick White gegeben habe. Hier allerdings jetzt Paul George. Dann die Cavs haben sich durchgesetzt gegen die Celtics, besiegen jetzt gerade eben die Sixers. Okay, was habe ich denn? Den Cavs habe ich, glaube ich, auch... Mikal? Ja, genau, Mikal habe ich den gegeben. Gut, wem wundert das? Dann die Phoenix Suns. Aha, was habe ich da Schönes gemacht? Ich habe denen, ja, Jared Allen gegeben und Cameron Johnson wieder von der Bank. Das scheint so, als wenn das fruchtet. Unten die Grizzlies. Ja Morant, Desmond Bane. Oh mein Gott, was haben denn die Grizzlies für ein Team? Ja Morant, Desmond Bane, Vince Williams Jr., klar, Towns habe ich zu denen getradet und Jalen Duren jetzt gegen die Suns. Okay, das ist sehr, sehr spannend. Und auf der anderen Seite die Knicks mit Jalen Brunson, DiVincenzo, Lauri Markkanen, Julius Randle, Mitchell Robinson, Darius Garland, Donovan Mitchell, Mikal Bridges, Evan Mobley und Claxton. Ich bin gespannt. Booker ist der Western Conference Finals MVP und auf der anderen Seite Julius Randle. Okay, es kommt nach diesen ganzen Moves, die ich gemacht habe, zum Aufeinandertreffen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Suns mit Eric Gordon und Grayson Allen in die Finals gehen. Jared Allen, okay, ist hier in 2K der wesentlich bessere Spieler. Von der Bank Cameron Johnson, auch Wahnsinnsspieler. Hier die New York Knicks
Ich habe es euch gesagt, Lauri Markkanen noch so ein Typ, der einfach Ramp Pressure ausüben kann. Ich meine, ich habe ihn auch OG Anunoby geklaut. Ich glaube, die Suns machen das. Oh. Oh, 1-1. 2-1. 3-1. Wow, 4-1. Jalen Brunson ist der Finals MVP. Okay. 33 Punkte, 9,4 Assists und wirklich sehr, sehr starke Quoten aus dem Feld. Ja, Leute. Also, 30 Teams, 30 Moves. Ich glaube, einmal reicht, oder? Also, war mal ganz nett, diese Challenge so zu machen. Aber ich glaube, öfters brauche ich das jetzt nicht. Irgendwie kann man die Challenge noch irgendwie geiler machen, dass man sich bloß 5 Teams raussucht und man sagt, 5 Teams, 5 Teams und 3 Moves, dass man irgendwie mehr Konzentration hat auf weniger Teams. Vielleicht wäre das irgendwie, naja, schreibt mir einfach mal gerne euer Feedback. Bitte einfach normales Feedback, nicht Max, was war das für ein Scheiß, sondern einfach, hey Max, fand ich nicht so cool, das nächste Mal vielleicht einfach, so einfach cooles, ehrliches Feedback, wo ich dann sagen kann, okay, das kann ich auch umsetzen. Ich meine, 30 Teams, 30 Moves klingt irgendwie als Titel voll cool, aber irgendwie war es nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Naja, ich bin ja auch immer ehrlich zu mir selbst. Das war's von mir, was ich mir auf jeden Fall gemerkt habe. LaMelo Ball und Victor Wembanyama. Also das ist auf jeden Fall was ich noch machen werde. Ansonsten danke ich euch, falls ihr trotz allem jetzt bis zum Ende dran geblieben sein solltet. Das war's jetzt erstmal von mir und dann hören wir uns schon wieder nächste Woche. Bis dahin, euer Max. Ciao.